Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wie meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, empfiehlt die Ständige Impfkommission HPV-Virenimpfung nur für Mädchen, möglichst vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Dafür hat auch gute Gründe natürlich, warum diese Empfehlung ausgesprochen wird. Ich kann ja meine Rede wirklich sehr kurz halten, weil meine Vorrednerinnen und Vorredner fast alle Informationen jetzt ausgetauscht haben. Wenn wir über so ein Thema diskutieren, hätte ich natürlich gerne im Ausschuss eine Anhörung machen und darüber diskutieren. So gesehen kann man nicht pauschal jetzt politisch darüber eine Entscheidung treffen. Deswegen haben Sie gut geahnt, wir lehnen auch den FDP-Antrag ab, weil wir der Meinung sind, dass der Landtag nicht richtige Gremium ist, über diese Impfempfehlungen politisch zu entscheiden. Sie wissen ja, meine Damen und Herren, wir haben eine unabhängige Impfkommission, ständige Impfkommission. Und diese ständige Impfkommission empfiehlt auf der Basis wissenschaftlicher Kenntnisse Impfempfehlungen aus. Das ist eine wissenschaftliche Bearbeitung notwendig. Das hat auch gute Gründe. Dies ist bewusst so festgelegt, weil um eine Einflussnahme von Seiten der Politik, der Pharmaindustrie und anderen Interessengruppen, sprich Lobbygruppen aus der Wirtschaft, gänzlich auszuschließen. Das ist auch gut so. Deswegen dürfen wir auch nicht politisch vorgreifen und sagen, wir empfehlen jetzt diese Impfungen. Impfkommission und diese ständige Impfkommission nach meiner Kenntnis, ich glaube, auch die Aufgabe erhalten, systematische Literaturanalyse zu machen und diese wissenschaftlichen Diskussionen in dem Bereich zusammenzufügen, ob man so eine Empfehlung ausgeben kann. Wir müssen diese Empfehlungen abwarten und danach eventuell eine Entscheidung treffen. So gesehen ist eigentlich keine Kompetenz dieses Plenums, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen. Informationen. Herr Kern hat ja sehr viele Veröffentlichungen hier vorgetragen. Wenn man im Internet reingeht, angefangen von der Bundeszentrale Gesundheitliche Aufklärung, Deutsche Krebsgesellschaft und so weiter und so fort, da gibt es so viele Fachgremien und Institutionen und so viele Informationen, dass wir, ich glaube, nicht zusätzlich irgendein Informationsportal gründen sollten. So gesehen werden wir diesen Antrag heute ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.